Na, da bin ich mal gespannt. So, ich brauche Fichtenholz. Eichenholz. Eins habe ich noch. Bringt mir erstmal gar nichts. Gut. Oh. Also das muss ich aber. Ich brauche unbedingt eine Hacke jetzt. Verdammte Hacke. Das mache ich wahrscheinlich dann am besten auch alles aus Fichte. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, auch mit dem Dachbau, wie ich das handhaben soll. Ich schaue gerade noch mal, ja. Naja, das Dunkle könnte eigentlich gehen. Davon hätte ich noch 10. 1, 2, 3, 4, 8 brauche ich. Perfekt. Dann setze ich das doch schon mal vorne rein. Okay, dann brauche ich nur noch Eichenholz. Eichenholz kann ich mir doch. Ah, naja, ich hole mir erstmal was zum Holzhacken. Das hat so keinen Sinn. Kannst da nicht mehr reinlegen, na ganz toll. Ist nur über den Tisch gezogen hier von dem Spiel. Ups. Okay. Da kann man ein Stack schon mal wieder draus machen. Sehr schön. So, ja, was mache ich denn jetzt? Was könnte ich denn anstellen oder zerstören? Also wenn du noch eine Idee für Inneneinrichtungen über hast oder Gartenmöbel Höchstens auf die gleiche nochmal. oder wenn du noch Gartenmöbel hier aufstellen willst. Ja. Wir könnten den Garten auch mal überhaupt machen, ne? Ja. Ich hole mal ein paar Blümchen und Büsche und so. Ach, jetzt hacke ich mir. Mein Gott, ich baue mir hier schon was hin. Dabei habe ich noch gar kein Holz. Super. Gehen wir doch mal hier den direkt nebendran fällen. So, und den hier nebendran. Wir haben zwar eine Holzfällerhütte, aber ich hole mir alles hier. Direkt vor Ort. 10 Stück. Schauen wir mal, wie weit ich damit komme. Uhahaha. Reicht. Okay, dann. Nee. Fertig. Da 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 da.
Ach, jetzt bleibt es wegen dem Holzstamm da oben wahrscheinlich, ne? So. Okay. Das ist doch schon mal schön. Da haben wir schon mal zwei unterschiedliche Häuser gemacht. Ja. So, da kommt noch mal. Was machen wir denn da? Da setze ich noch einen Clean Stone mal rein. Hoch. Was könnte denn das für ein... ein tolles Haus sein? Oh. Schick machst du das. Bleibt es so unter den Blumen? Ich weiß es nicht, ich wollte es mal testen. Das wäre ja eigentlich echt cool. Ja, dann sieht zumindest aus wie so ein gewolltes Beet. Stimmt ja. Cool. Ich hatte überlegt, dass wir hier. Ich überlege gerade, ob wir hier ein Teilchen machen, weil das verschönert jetzt natürlich immer. Ja, klar, das von Ich mir wollte hier ein aus. paar Kürbisse anpflanzen, aber. Von mir aus machst du da noch ein Teilchen? Klar. Aber der muss dann natürlich genauso groß. Nee, das muss in 5 Abstand oder so ist das, ne? Ja. Machen wir hier ein kleines Teilchen. Und dann kommen. Ah, schon, aber das ist, wird wieder normale Erde draus. Ja, ich muss ja noch Wasser reinfüllen jetzt gleich. So. Ich habe gar keine Eimer dabei. So. Moment, ich bin mal kurz weg. Natürlich, natürlich. Verdrück du dich nur. Ich mache hier in der Zwischenzeit schon mal für alle ein bisschen weiter. Und dann haben wir auf jeden Fall schon mal das zweite Hütchen. Das ist nicht schlecht. Und wir wollen hier die Option, also einen Weg freilassen, das hatten wir jetzt vorhin mal kurz erwähnt, oder vorher, einen Weg freilassen, weil sich ja das ganze Dorf, das wird ja immer weiter wachsen, oder Stadt, wie auch immer, da soll dann noch ein ordentlicher Weg hinkommen. So einer wie hier zum Beispiel. Das heißt, da brauchen wir auf jeden Fall noch 4 Felder Platz. Und ich würde auch noch ein fünftes freilassen. Das heißt,
Also, beziehungsweise noch eins freilassen. Dann hätten wir hier und hier würde komplett über die Breite noch ein Weg nach hinten rausgehen. Das mache ich auch schon mal frei. Weil das wird sonst hundertprozentig vergessen. Oder spätestens, wenn der Kerosin kommt, der nicht darüber Bescheid weiß, wird der das dann zubauen oder so. Und das wollen wir vermeiden. Okay. Dann ein Pflasterstein noch. Das ist natürlich ganz toll. Dann gucke ich noch mal, was wir da noch im Lager an Stein haben. Ups. So, Saatgut habe ich doch hier schon wieder. Normaler Pflasterstein, 4 Stück. Das würde schon mal für einen Ansatz reichen. Naja, aber es ist eigentlich zu wenig, zu wenig. Ich brauche ja auch außerdem noch den anderen Stein hier. Oh. 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 Habe ich schon O gesagt? Also nochmal schnell hier nach unten. Ah, das ist natürlich sehr schön. Das hatte ich vorhin auch schon mal überlegt, das Ganze hier etwas größer zu machen. Zack. So, da bin ich wieder. Huhu. Und ich gehe direkt mal schlafen. Sehr gut. Okay, Und ja. Kommt online und geht pennen. Ist das? ab in die Kajüte so. Guten Morgen. Ich bring mal Brötchen mit auf den Bau hier. Oh, das wäre klasse, ja. Ist er. Also ich bin gerade dabei, noch ein bisschen. Ich hole noch mal ganz kurz ein paar Steine. Und dann habe ich schon mal den Weg quasi so ein bisschen so Aussparungen dafür gemacht, der an den Hütten vorbeigehen würde. Und den würde ich dann auch schon mal anbauen, also so quasi so ein kleines Eck schon mal loslegen, nur damit man das weiß, damit das Ja. nicht irgendwann vergessen wird. Ja. Ja, super. Okay, ach. Naja, machen wir noch ein bisschen was. So. Ups, da klingelt es bei mir. Jetzt bin mal ich der, der die SMS bekommt. Ich habe gestern noch eine Mega-Aufnahme The Last of Us gemacht. Okay. Ich habe nämlich gedacht, ich bin bald durch. Und dann habe ich fleißig gezockt, gezockt. Und dann war ich irgendwie bei 3 Stunden 45 Aufnahmezeit, um festzustellen, dass ich jetzt nicht weiß, ob ich bald durch bin. Also ich muss auf jeden Fall nochmal in eine andere Stadt und so. Und das könnte sich jetzt ins Endlose ziehen. Oder es kann halt auch ruckzuck gehen. Deswegen habe ich dann gestern Abend mal irgendwie, ich habe dann bis 2 gezockt. Weil ich eigentlich immer dachte, ja, gleich bist du fertig, gleich bist du fertig. Ja. Tja, nix war's. Denkst du, ne? Jetzt muss ich nur noch fleißig schneiden, weil bei The Last of Us hänge ich leider ein bisschen hinterher von den Folgen. Aber das kommt jetzt dann. So, ach, und ich war schon wieder nicht. Manchmal ist es echt schlimm. Das Gedächtnis, wie es nachlässt. Ich hätte ja auch noch so
diese Pflaster, nee, für den Rand außen, die herstellen müssen. Diese, ja, das, was du meinst. Na, dann gehe ich doch noch mal zurück. La 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 la. Okay. Machen wir da noch mal ordentlich Clean Stone draus. Ich habe sogar gerade 60 hergestellt schon, also. Okay. Ich hatte gerade gesehen, ich habe noch was Cleanstone da gehabt. Ja, also ich brauche ja diese. Ach, diese Platten hast du hergestellt. Genau. Oh, cool, dann bräuchte ich das ja gar nicht machen. Hast du die dabei? Das ist ja ein Traum. Ein Traum. Ich mache mal hier gerade noch die Haustür vorne wieder zu, da zieht's. So. Ferienwohnung naturell, zimmerfrei. Jawohl. Oh Gott, ist das schlecht. Warte, ich mach mal so lange. Ich putze es weg. Moment, da kommt noch was. Oh Gott, oh Gott, was hast denn du gegessen? So, das war's. Das ist doch nicht normal. Dankeschön. Und er kotzte Brocken. Ach so, du hast die schon hingesetzt. Na, perfekt. Ja, eine erste Reihe habe ich schon gemacht. Ich wusste nicht, wie weit du jetzt noch machen willst. Naja. Eigentlich wollte ich direkt aufhören, aber Ach, okay. also ich wollte echt nur so weit machen, wie es da angedeutet war. Aber unter diesen Voraussetzungen jetzt klatsche ich gerade noch ein bisschen mehr hin. Huch. So. Und dann weiß ich ja jetzt nicht, wie es hier weitergeht, von daher würde ich es jetzt erstmal lassen. Genau. Ach so, aber warte mal, dann mache ich das auch wie drüben, da auf der anderen. Ach, jetzt habe ich keine. Dann nehme ich die Diamantspitzhacke mal kurz. Beim anderen ist hier nämlich dann auch so ein normaler Stein drin, ne? Beim anderen Übergang. Das kann gut sein, ja. Jawohl. Sehr gut. Oh, das sieht aber doch schon schick aus hier. Was sagen, haben wir doch schon was geschafft hier? Ja, Noch die gefällt mir gut. Inneneinrichtung. Die Gefällt mir sehr gut. Kirchenfelder, die sind jetzt auch alle bewässert, sehr gut. Joa. So, ich würde sagen, so, fertig. Sieht gut aus, ist ja naturell. Genau. Ja, ich wollte, mir kam jetzt gerade so Betten. Ja, genau. Ja, Betten habe ich schon mal gemacht aus, ich weiß nicht mehr. Ja. Ich hatte so, das sah aber auch nur bei einem Texture Pack richtig gut aus, aber ich weiß nicht, wie das jetzt bei unserem Texture Pack aussieht. Da hatte ich dann irgendwie so Sandsteinstufen oder wie die heißen genommen. Und dann ans Kopfende so eine Treppe gesetzt. Das ist dann eigentlich Zur gar nicht Not so hauen wir ein normales Bett da rein. Zumindest in dieses eine Haus, in dieses hier, schlimm. wo Ja, du stimmt, warst. es gibt ja auch normale Betten, ja. Ja, da Ja, doch. Ist war ja verrückt, echt. was. Verrückt, aber es gibt's. Warte Ich mal, mach dann dann hol ich. mal eben eins. Weil ins andere Haus passt platztechnisch halt keins mehr, ne? Ja. Also du machst ein Bett, ne? Oder Genau. zwei oder eins. Obwohl, Ja, ich glaube, ich zwei mach. wird wahrscheinlich was eng, ne? Aber keine Ahnung. Ja, ich mach mal zwei für die eine Hütte. Doch, da ist ja sonst noch nichts drin. Oder baust du da jetzt was rein? Wo rein? In die andere Hütte? Nee, aber ich muss ja Also nicht in die vor. Ferienwohnung? Nö. Dann baue ich da zwei Betten rein. Ich wollte nur mal eine Sache gucken, ob man da eine Sache vielleicht reinbauen könnte noch. Ja. Aber da fehlen mir, glaube ich, die Materialien hinzu. Obwohl, Ich könnte es zumindest schon mal anfangen.
Was baust du denn? Ich überlege dann neben das Bett so einen Nachttisch zu stellen, aber Okay, ja. ein Blümchen drin. Hui. Dann lasse ich da mal so ein bisschen Platz. Wäre das quasi so? Und das andere, das kann ich ja ganz ins Eck stellen. Naja, dann sieht's doof aus, verdammt. Da ins Eck. Ach, jetzt weiß ich, was hier noch fehlt. Licht. Okay, lassen wir den Nachttisch dann sein, glaube ich. Dann hat es jetzt auch schon erledigt. Du kannst es gerne auch umstellen oder so, wenn es irgendwie im Weg ist, das Bett. Nö. Wie ging denn noch mal? Ich muss mal kurz zurück. Dieser leuchtende Kürbis. Absolut keine Ahnung mehr. Gut, gut, gut. Irgendwas mit einer Fackel, Kürbis. Ich weiß noch nicht, ob Redstone noch dabei war. Ich befürchte nämlich auch eine Redstone-Fackel. Aber schauen wir mal. Huch. Nein, eine normale reicht. Ach, da hätte ich auch gar nicht zurück ins Haus rennen müssen, ich Idiot. Naja. Dafür geht jetzt die Sonne unter. Yippie. Und zack. Oh. Und dann gehe ich direkt wieder zurück. Ich laufe nur hin und her. Und ab in die Kiste. Da bin ich. Oh. Schau einer an. Da jetzt aber. So. Der Kreative, da bricht er durch. Ja, sieht auf jeden Fall sehr schön aus. So langsam wird unser Marktplatz oder das Drumherum dann auch mal was. Das ist schon nicht schlecht. Ja. So. Gefällt mir gut, dass wir da mal ein bisschen was haben. Auf jeden Fall. Also langsam wird es hier ein bisschen dorfmäßiger. Ja. Das. Vorher hat es irgendwie was von einem Flughafen hier bei dem Riesenplatz, Das stimmt. aber so langsam. Oh, und hier, das ist auch schick mit dem Grün zwischendrin. Ja, Jetzt jetzt sollen verstehe ich halt auch, wie noch du das schön gemeint Blumen drauf. hattest. Das ist ja echt cool. Ja gut, das muss halt noch ein bisschen auch noch grün werden und dann ist das aber echt eine schicke Sache. Ja. Aber da hinten dieser Ackerboden, der scheint. Ah ne, der ist weg bei den Blumen. Okay. Nein, aber egal. Lass mal so da stehen. Ja.
Ja, sehr gut. Also passt wunderbar. Ich würde auch sagen, an der Stelle beende ich jetzt erstmal die Aufnahme kurz. Ja, Dann können wir genau. immer noch beraten, was wir tun. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Tschüss. Ciao.